Hey Leute, hier ist mal wieder Fluss mit einem neuen Review. Heute zur ACR, die mir von Gaudium für 2 Tage gegiftet wurde. Ein herzliches Dankeschön dafür. Und ja, deshalb fangen wir noch damit an. Also die ACR ist ein Standard GP-Sturmgewehr, das man für, ich glaube, 950 GP kaufen kann, also ja, und man kriegt es relativ früh, nämlich am Staff Sergeant 3. Ja, und deswegen ist die, werde ich noch mal testen, wie gut die Waffe wirklich ist, weil sie doch dafür, dass sie einen relativ niedrigen Rang hat, dann gar nicht mal so schlecht ist und deswegen vielleicht für Anfänger nicht unbedingt schlecht geeignet ist. Also, Staff Sergeant ist schon, da muss er schon ein bisschen gespielt haben, aber nach einem Monat hat man dann spätestens den Rang. Wenn man einigermaßen aktiv zockt, also deshalb sollte das doch funktionieren, also nach meiner Theorie. Gut, von den Stats her ist die Waffe sehr ähnlich wie die M416 für GP und unterscheidet sich nur in einem Punkt. Nee. Nicht in einem Punkt, oder? Doch, nur in einem Punkt. Und der Witz ist ja, angegeben ist bei der ACR, das fange ich jetzt gleich mal an, also der Rest ist gleich wieder in F16, dass die ACR angeblich einen Punkt weniger Recoil haben soll. Welcher Depp hat sich das ausgedacht? Entschuldigung. Aber gut, das habe ich halt gleich in den Stats angefangen, aber das muss ich ehrlich mal sagen, fange ich ja gleich mit dem Recoil an. Und zwar die M416 hat ja wirklich einen absolut geradlinigen Recoil, also das ist wie die CQB eigentlich fast. Das glauben viele Leute nicht, aber die M416 normal für GP ist eigentlich schon fast genauso gut wie die CQB. Die CQB ist noch minimal besser. Ja, und ACR weniger Recoil? Nee. Also M416, das ist einfach M416. Und ACR ist, geht mehr in die Richtung G36 eigentlich. Also nicht ganz. Und sie ist gut vergleichbar mit der M4A1. Die M4A1 hat, also ist sehr ähnlich zu spielen. Die M4A1 hat ein bisschen leichter zu handhaben den Recoil, weil er nach oben geht. Aber allgemein spielt sich die ACR ziemlich wie eine M4A1. Und eine M4A1 habe ich auch noch in der Inbox, ja, zum Review machen. Soweit ich weiß, von Gaudium. Und, ja, nachdem es seit dem letzten Review keine neuen Gifts reingekommen sind, habe ich jetzt keinen Vorsporn davor gemacht, das lohnt sich einfach nicht. Und die werde ich dann eben hinterher machen. Und dann hat man einen schönen Vergleich, wenn man die Reviews nacheinander anschaut. Gut, jetzt haben wir noch zu den anderen Stats. Also gut 30 Schuss im Magazin sollte, glaube ich, klar sein bei einer Assault Rifle. Und Damage liegt bei 38 Punkten. Ja, das ist ein Damage, der okay ist. Also, die Waffe ist ein 4-Hit-Kill. 3-Hit-Kill kriegt man eigentlich nie. Also, außer man trifft lustigerweise den Arm dreimal. Weil man den Arm trifft, kriegt man die ganzen Punkte vom Damage tatsächlich angerechnet. Warum außer das die verwundbarste Stelle sein soll, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich habe auch schon irgendwie dann 52 Damage von der G36 gekriegt, die 45 maximal haben kann. Also, wenn man Arm trifft, das sind sie an. Bisschen komisch umgesetzt. Und ja. Portability bei 62 Punkten ist ziemlich gut, die Portability. Man ist sehr zügig unterwegs mit der Waffe, also kann man sich überhaupt nicht beschweren. Rate of Fire 74 Punkte, ja, das ist ein ziemlich guter Fire Rate. Haben ja ziemlich viele Assault Rifles, diese Fire Rate, und ist absolut ausreichend. Also ist eigentlich meiner Meinung nach so ziemlich mit der beste Rate of Fire, die man haben kann. Accuracy liegt bei 80 Punkten. Ist ausreichend, um es mal so zu sagen. Also ausreichend, aber auch nicht mehr. Also man hat schon öfter seine Probleme damit, dass man dann, wenn man auf den Kopf zielt beim ACOG gerade, dann doch nicht den Headshot bekommt, das doch schon ein bisschen nervig sein kann manchmal. Aber im Allgemeinen ist es schon absolut in Ordnung. Also man trifft schon meistens. Also wenn man auf den Typ zielt, dann trifft man auch den Typ. Aber die Wahrscheinlichkeit, den Kopf zu treffen, wenn man genau drauf zielt, ist nicht unbedingt so hoch auf Großdistanz.
Ja, und dann haben wir jetzt noch den Recall. 62 Punkte. Ja, habe ich ja jetzt gerade schon vorher erklärt. Dann kommen wir mal zu den Customations. Gut, man kann einen Schalldämpfer drauf bauen. Geht. Aber muss man nicht. Scope kann man auch drauf machen. Ja, also Scope würde ich auf jeden Fall drauf machen, nur welches, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Also manchmal spiele ich lieber mit Elcock, manchmal lieber mit iTech. Ich finde beide Scopes passen zu der Waffe relativ gut. Und deshalb kann man, ist es wirklich mal so eine Waffe, wo ich sage, das muss jeder sich selber wissen, welches Scope man da haben will. Also sind beide in Ordnung. Aber ich würde auf jeden Fall eins drauf tun. Excel Magazine kann man auch drauf tun, das ist jetzt so eine Sache, das kommt drauf an, wie gerne man auf dem Excel. Also ich spiele eigentlich ziemlich gerne mit Excel Magazines, das war eigentlich so ziemlich auf allen Waffen, deswegen ich bin immer für den Excel Magazine 1, weil es eine gute Balance hat zwischen Kosten, Reload länger und Munitionskapazität, die man kriegt. Aber 2er ist auch okay, aber ein bisschen unnötig. Also ich bin immer für das Excel Magazine 1. Das ist so grob. Ja, wie sollte man die Waffe spielen? Also, man auf größerer Distanz muss man auf jeden Fall Tap feiern. Man kann nicht so durchziehen wie mit der M416 oder der CQB. Und ja, man sollte schon aufpassen, dass man nicht unbedingt gegen SMGs in Nahkampf kommt, aber selbst da kann man sich noch ganz gut rausfinden, wenn man trifft. Ja, ich glaube, das ist jetzt so grob das Statsmäßige. Dann machen wir doch mal wieder ein bisschen Real Life praktisch zu der Waffe. Das muss sein. Und zwar ist die ACR, also die ACR ist wirklich nur, das ist der spätere Name von der Waffe, heißt so viel wie Adaptive Combat Rifle und wurde von Magapul Masada, einer Zulieferungsfirma eigentlich, eine Zubehörteilefirma von Waffen entwickelt, wurde aber mit Bushmasters, haben die zusammengearbeitet und die haben dann eben die ACR zusammen entworfen. Ja, und da gibt es eben verschiedene Typen, also es gibt auch eine Version, da kann man, hat man einen Griff dran, andere dann wieder nicht. Ja, und die Waffe gibt es auch seit 2009 als Militärversion, aber sie wird auch auf meiner Seite hier als Zivilwaffe geführt und ist so ein bisschen, also ja, vom Aussehen, ich weiß es nicht, ob das so richtig belegt ist, ich glaube nicht, aber so mehr oder weniger die zivile Version der SCAR. Zumindest vom Aussehen und Verhalten und von dem Gewicht und von der Munition und dem ist es doch sehr ähnlich. Also in Realität unterscheiden sich die Waffen ja nicht so sehr wie im Spiel. Also ich meine im Prinzip, eine Waffe, die das gleiche Kaliber hat, hat die gleichen Schaden. Grob. Eigentlich kann man nur große Zuverlässigkeit ändern und solche Sachen. Und ja, aber. Und die Feuerrate kann man natürlich auch verändern. Aber Damage ist eigentlich immer gleich und Genauigkeit eigentlich auch so ziemlich. Also ist durch die Lauflänge gemacht. Ja. Das ist ein bisschen witzig, wie die Waffe zustande gekommen ist. Ist mehr so, entweder war denen anscheinend langweilig oder sonst was. Auf jeden Fall wollten die eigentlich nur eine bisschen bessere Version der M16 bzw. AR-15. Also M16 ist ja die Militärwaffe, AR-15 ist die zivile Version der M16. Und hier auch hier steht es ja, also sie wurde im SCAR-Programm entwickelt. Also habe ich doch recht gehabt, mein Gefühl hat mich nicht betrogen. Und ja, die Waffe ist eben als semi-automatische Version für zivilen Bevölkerung verfügbar. Und es gibt eben auch eine 2009 Militärversion, aber sie wird eigentlich nicht groß eingesetzt vom Militär, also zumindest nicht von der US Army. Und ja, sie haben eben dann irgendwann gedacht, ja, haben sie dann immer mehr Prototypen gebaut aus AR-15 und irgendwann hat sich dann herausgestellt, dass das, was sie da jetzt entwickelt haben, eigentlich nichts mehr mit der ursprünglichen M16 oder AR-15 zusammen gemeinsam hat und dass man einfach nicht mehr als Verbesserung noch ansehen kann. Und deswegen haben sie gedacht, tun wir uns doch mit Bushmills zusammen. Das ist eine große Waffe für Bushmasters. Bushmills ist es, ja. Und entwickeln die Waffe halt offiziell und sind dann eben auf den Namen ACR gekommen. Die Waffe ist ziemlich neu, sie gibt es eben erst seit 2008, 2009. Und ja, gut, so viel zu den echten Daten der Waffe. Ist natürlich die Frage der Fragen, lohnt sich die Waffe zu kaufen? Jein, um es also so zu sagen. Sie verhält sich doch sehr ähnlich wie eine M4A1,
Und eine M4-1 kostet 150 GP weniger. Sie verhält sich auch sehr ähnlich wie die M416, bis auf den Recoil, der ein bisschen schwerer zu handhaben ist. Und die M416 ist doch besser im Gefühl, kostet allerdings auch 150 Euro GP mehr. Aber, naja, also, ich finde, die 950 GP sind in einer X36 besser angelegt. Aber, gerade weil man die Waffe eben keinen hohen Rang braucht, sie doch relativ leicht zum Benutzen ist, also nicht so extrem noob-lastig, aber doch verhältnismäßig, würde ich sie eigentlich schon empfehlen, gerade so als Zusatz zur G36. Die Waffe ist auf jeden Fall nicht schlecht, also ausprobieren sollte man sie auf jeden Fall mal. Und ja, kauft euch die Waffe einfach mal, das ist ja nur GP. Und ich glaube, die 59 GP kann man mal entbehren dafür. Also ich konnte mit der Waffe eigentlich relativ gut spielen. Wenn man sich ein bisschen eingespielt hat, geht das ganz gut. Und jetzt habe ich schon wieder 11 Minuten gelabert. Ich glaube, das reicht für ein Review. Oh, bis zum nächsten Mal. Euer Fluss.